Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Blocksfruits. Es gab so viele von euch, die mir kommentiert haben, ich soll Blocksfruits machen und jetzt mache ich es auch endlich mal und keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass das hier irgendein Startplace ist. Ich habe eben schon gesehen, ich kann Double Jumpen, ich kann Dashen mit Q. Kann ich noch was? Ey, komm ran. Komm ran, du hast keine Chance gegen mich. Hast du gerade mit der Knarre auf mich geschossen? Ha, komm ran. Hau ab, trau dich lieber. Ich geb dir Schelle. Cannot attack players in Safe Zone. Das ist eine Safe Zone? Dann sag das doch. Okay, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Ich renne einfach mal zum Ausrufezeichen hin. Banditen-Quest-Giver. Ich bin kein Bandit. Ich bin ein Pirat. Das sieht man doch. Please select a quest. Okay, ich selecte Banditen. Description, defeat 5 Bandits. Yo, das kann ich machen. 5 Banditen defeaten kriege ich easy hin. Quest accepted. Yo. Dash und Control Sprint. Control ist bei mir nicht Sprint. Also das ist Toggle Sprint. Set Spawn Point kann ich hier machen. Hier gibt es 2 Geschäfte. Was gibt's da hinten? Inventar. In meinem Inventar ist nichts drin. Yeah. Bestand. Ja, belastend, würde ich eher sagen. Gut, wo kann ich diese sogenannten Banditen denn finden? Ich muss sagen, die Steuerung ist nett. Und ich bin Level 1. Wo sind Banditen? Ist das da hinten ein Bandit? Das ist ein Bandit. Ich klatsch dich. Aha. Oh Gott, hör auf mich zu klatschen. Lass mich nicht klatschen. Aha. Haha. Ich bin schneller als du. Haha. Oh, warte, ich muss Cumbert erstmal ausrüsten. Aha. Na komm, ich klatsch dich einfach so weg. Was willst du machen? Was willst du machen, hä? Ha! Jetzt gibt's Schelle. Okay, das gab Schelle. Kampfhaltungen. Schnelles Tackle, Mars Z. Keine Ahnung, wofür das steht, aber das lerne ich noch. Hier ist noch ein Bandit. Oh, aua, hau mich nicht. Hör auf, habe ich gesagt. Okay, jetzt kriegst du Schelle. Bam. Tja, das hast du davon. Man legt sich nicht mit Conny an. Jetzt kriegen deine Homies auch alle Schelle von mir. Okay, und der Schelle. Und... aha. Noch eine Schelle. Gut, habe ich genug Banditen gekillt? Nein, ich muss noch 2 weitere besiegen. Bam, bam, bam. Das ist lustig. Diese Soundeffekte dann... es macht schon Spaß, das muss ich sagen. Einfach Leuten so Schellen drücken, gefällt mir. Mit diesen komischen Animationen drin und dann kann ich zwischendurch noch so dashen. Und ich habe schon mal gesehen, man kann hier richtig krasse Moves noch lernen in dem Spiel. Das gefällt mir. Und ich bin jetzt Level 5. Perfekt. Dann kann ich jetzt meine Quest auch mal abgeben hier. Ach, ich krieg sofort die Quest, wenn ich... okay, dann die nächste Quest. Defeat 5 Bandits. Ja, dann mache ich das halt nochmal. Quest accepted. Ich bin Level 5. Was willst du tun? 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 Oh Gott, ich merke gerade, ich verliere auch heftig Gesundheit, wenn ich nicht auf meine Deckung achte. Haha, haha. Aber mit dem Move fahre ich ziemlich sicher. Aha. Ich habe 3 C-Candies gefunden. Ah, ich liebe es. Wenn hier so ein komisches Spacing in der Schrift drin ist. Ah, hau mich nicht. Ja, hör auf mich zu hauen, oder ich hau dich. Aha. Okay, wie viele Banditen brauche ich noch? Ich brauche noch 2 weitere Banditen. Dann bist du der Nächste. Oh, der hat mich weggepuncht. Haha. Okay, ich bin Level 6. Und habe nur noch 17 Gesundheit. Ich muss einmal kurz reggen hier. Gut, wir reggen einmal kurz. Ich guck mal, habe ich jetzt was im Inventar oder habe ich noch nichts bekommen? Im Menü sind 3 Ausrufezeichen. Statistiken. Ich kann meine... ach, ich kann Stats und nicht Statistiken. Sag doch, dass das Stats heißt und nicht Statistik. Okay, dann würde ich sagen, erstmal ein bisschen auf... oder steht 1 dafür? Nee, ich habe 15. Dann gebe ich mir ein bisschen Nahkampf, ein bisschen Verteidigung. Blocksobst will ich natürlich auch 1. Aber ich gehe weiter auf Verteidigung. Ich bin nämlich ein starker Mann. Ich halte viel aus. Ich bin ein Tank, wisst ihr? Ich klatsche Leute jetzt so weg. Ich dachte, ich krieg Stats von alleine. Rückerstattung kann ich auch machen. Okay, meine Stats sind weg. Und jetzt gucken wir mal, wie ich die Leute jetzt wegklatsche. Ein bisschen schneller. Aber man merkt es tatsächlich gar nicht so sehr. Das finde ich schade. Ich mag das eigentlich, wenn man so direkt merkt, wie krass man ist. Aber okay, was kann ich denn hier beim Misk machen? Ah, nur Set Spawn Point. Ja klar, mein Spawn Point. Habe ich jetzt was im Inventar? Nope, habe ich nicht. So, ich kann jetzt zum Geschäft gehen, zum Sword Dealer. Will ich einen Katana haben? Für 1000 Mäuse? Kaufen. Item purchased. Yo, ich habe jetzt einen Katana. Bam, bam, bam. Oh, damit bin ich nicht wirklich viel stärker. Ich habe das Gefühl, damit bin ich sogar schwächer mit dem Katana, hä?
Weil ich nicht in Katana geskillt habe oder so? Aber ich benutze eine Waffe, das muss doch besser... Ach, ist doch egal. Ich nehme auf jeden Fall nochmal eine Quest an, weil Quests bringen mir ja hoffentlich was. Was bringen mir Quests eigentlich? So, diese Quest bringt mir Rewards. 250 Kröten nehme ich. Dann mache ich das jetzt nochmal. Es ist ja nicht mal so, dass ich auf mehr Abstand sein kann mit dem Katana hier. Wo ist der Vorteil? Das Katana gibt es nur, weil es cooler ist, oder wie? Ah, komm ran. Bam, beide weggeklatscht. Die wollten sich zusammen auf mich schmeißen. Ruhiger an. Sache ist, ich weiß nicht, was hier steht. Vielleicht muss ich diese Meisterschaft da oben noch voll machen. Gucken wir einfach mal. 51 von 81 habe ich jetzt. Und jetzt habe ich 7 von... Okay, okay. Ich muss ein paar Banditen schlachten. Und dann kriege ich Meisterschaft. Und dann mache ich das einfach mal. Bam. So, Meisterschaft 4. Ich nehme jetzt wieder die nächste Quest hier an. Jo, bitte noch eine Quest. Dankeschön. Und dann level ich mal weiter. Bam, 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 bam. Ja, komm ran, komm ran. Traust dich doch eh nicht, gegen mich zu kämpfen. Okay, er hat sich getraut, aber jetzt ist er tot. Er hätte sich nicht trauen sollen. Komm, ich mach doch mit den Fäusten viel mehr Schaden hier. Bam, bam, bam. Weil ich viel schneller auch schlagen kann. Okay. Ah, ich habe dann Meisterschaft auch auf einem anderen Level. Ich mach mal Combat-Meisterschaft voll. Weil mit dem guckt ihr euch an, was ich hier machen kann. Ist nice. Kann ich so sagen, ja. Und ich find's auch cool, dass ich das Katana auf dem Rücken habe, obwohl es nicht ausgerüstet ist. Das ist ein nices Gimmick. Das haben viele Roblox-Spiele nicht. Das gefällt mir. So, erstmal wieder die nächste Mission hier annehmen. Und ich will die Meisterschaft bitte einfach mal... Ich glaube, ich muss es auf Level 20 bringen. Schaffe ich das mit so Level 5er Banditen, das auf Level 20 zu bringen? Okay, wenn ich einen töte, kriege ich... Nicht genug. Da hat gerade jemand eine Atombombe gezündet. Alles klar. Ich lasse mich nicht stören daran. Da sind so ein Drache unterwegs. Kennt man. So. So, ich bin jetzt Level 11. Auf dem Weg zurück kann ich noch ein paar Leute klatschen. Italienische Schelle. Bam. So. Und dann gehe ich mal wieder auf meine Stats und ich würde sagen, ich könnte Schwert verbessern. Mache ich dann mehr Schaden mit dem Schwert? Wahrscheinlich. Ich gehe mal auf Schwert. Bam, 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 bam. So, jetzt habe ich Schwert auf 16. Jetzt, wo ich Schwert auf 16 habe, sollte ich hiermit doch ordentlich Schaden machen, oder? Aber bevor ich das gucke, natürlich noch einmal Quest annehmen. Gibt dir Kohle. Und jetzt mache ich... Ich mache mehr Schaden, aber auch nicht so viel mehr. Ah, diese Stats. Ja, ja, ich weiß nicht, ob die mir so gefallen. Und dann klatsche ich weiter Banditen. Bam, wieder ein Level auf. Katana-Meisterschaft habe ich jetzt auch Level, ist schon Stufe 7. Aber ich muss eigentlich langsam mal weiter. Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier Banditen klatschen. Gibt es noch andere Quests? Es gibt noch andere Geschäfte auf jeden Fall. Gibt es einen Sword-Dealer? Einen Blocks-Fruit-Dealer. Das muss ich mir jetzt mal angucken. So, bla 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 bla. With Robux? Okay. Diese ganzen Superfähigkeiten kann ich mir alle noch nicht leisten. Bombe ist das nächste, worauf ich sparen könnte. Und ich glaube, ich spare einfach mal darauf. Ich gucke mir aber vorher an, was die anderen Händler so alles anbieten. Boat Dealer, da kann ich mir dann Boot holen. Aber wer will schon Boot, Digga? Ja, auch ein Boat Dealer. Guck mal, was ich machen kann. Ich kann diesen machen. Luxury Boat Dealer. Brauche ich nicht. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald ich hier ein bisschen weiter gelevelt und gefarmt habe. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen Cash zusammenzufarmen, ein bisschen zu leveln. Vielleicht kriege ich Mastery als erstes auf 20, vielleicht kriege ich das Geld als erstes zusammen. Wahrscheinlich als erstes das Geld. Aber wir sehen uns dann wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt 6000 Cash Money und ich habe die Katana-Meisterschaft auf Level 13. Dauert also noch ein bisschen, bis ich bei Level 20 bin. Aber ich kann jetzt mal zum Blocksfruit-Dealer gehen. Und kann mir eine Bombe kaufen. Ich könnte auch ein bisschen sparen und mir direkt Spike kaufen. Aber komm, ich hole mir erstmal... Obwohl, ich kann auch Ansicht gehen. Abbrechen. Ach so, okay. Und auf Gabe? Ah, dann kann ich es Leuten geben. Verstehe. Ja, dann kaufe ich es mir für 5000 Cash Money. So, jetzt habe ich Bombe. Dann gehen wir einfach mal wieder zum Bandit Quest Giver. Holen mir die Bandit Quest ab. Und gucken wir einfach mal, ob ich jetzt einfach mal so Bombe machen kann, please. Wie geht Bombe? Ich will mich jetzt nicht geschlagen lassen. Welchen Knopf brauche ich für Bombe? Y, okay. Ich verstehe. Hier unten steht Z, aber es ist englische Tastatur, also es ist eigentlich Y. Und wenn ich das hier dann Y drücke, dann mache ich diesen Move. Alles klar. Dann schreibt das doch auch, dass es eigentlich Y ist und nicht Z. Ich habe die ganze Zeit Z gedrückt und gedacht, was ist das? Aber ich finde es blöd, dass ich ja jetzt mit der Bombe hier chille und dann diesen machen muss. Na, traust du dich? Traust du dich? Du kriegst gleich Bombe von mir. Bombe!
Er ist einfach weggefegt worden. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ey, du da, willst du Bombe? Ich geb dir Bombe, Bruder. Kriegst du Bombe? Da hinten liegt er. Hol nicht, du kriegst Bombe. Wartet, wartet. Bombe! Augenblick. Bam. Und dann kriegst du nochmal von mir Bombe. Okay, gehen wir uns mal wieder Quests abholen. Das ist eine lustige Spielerei jetzt mit Bombe. Aber es ist noch nicht so geil. Spikes würde ich mir gerne noch anschauen. Deswegen spare ich noch ein bisschen zusammen für die Spikes. Und kann so lange meinen Katana hier leveln. Jetzt weiß ich ja auch, dass ich diesen Move machen kann. Auch wenn er irgendwie falsch aussieht. Obwohl, eine Sache will ich noch gucken. Was ist Combat Y? Das ist dann ein Tackle, okay. Augenblick. Ich laufe dann auf dich zu und Tackle! Oh, das ging voll daneben. Okay, ich level weiter. Okay, Leute, ich habe jetzt genug. Den Typen will ich nur noch kurz wegklatschen. Warte, er lebt noch. Er lebt noch, der kriegt von mir aufs Maul. Hol nicht rum. Weg ist er. Okay. Meisterschaft habe ich immer noch nicht auf Level 20, aber ich denke, ich bin jetzt gut genug aufgestellt erstmal. Ich habe auf jeden Fall genug für die nächste Blocksfruit. Die hole ich mir jetzt. Gehe auf weiter. Spike-Ansicht. Kostet 7500. Da habe ich gerade so genug. Habe es mir jetzt gekauft. Augenblick. Heißt das, damit ist jetzt meine andere Blocksfruit weg? Dann hätte ich mir das echt nicht kaufen sollen. Woher sollte ich denn wissen, dass die dann weggeht? Hä? Wahrscheinlich Inventar, oder? Ich gucke einmal kurz in mein Inventar. Wo ist meine andere Blocksfruit? Entschuldigen Sie, Sir. Was? Warum kostet mich Bombe wieder was? Gekaufte Früchte ersetzen direkt ihre aktuellen Früchte. Das hätte ich lesen können, ja. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich mir gar nicht erst Bombe geholt. Naja, gucken wir uns mal an, was das hier so kann. Na gut, klatschen wir noch ein paar Banditen. Ich muss sagen, mir gefällt an dem Spiel, dass man hier einfach wirklich kämpfen kann. Das gefällt mir an dem Spiel. Man kann einfach kämpfen, es macht Spaß. Es gibt ganz viele andere Anime-Fighting-Simulator und was nicht alles. Die sind, finde ich, richtig lame. Weil die einfach so das Topic Anime nehmen und einen Simulator draus gemacht haben, wofür sich keine Sau interessiert. Aber das hier ist eigentlich ganz cool. Das muss ich dem Spiel lassen. Uiuiui. Aber Spike bringt was. Das macht Schaden. Ohne die Leute direkt so wegzuballern. Dann muss ich natürlich gucken, was ist die coolste Blocksfruit. Wenn ich nicht alle auf einmal haben kann. Naja, den klatschen wir jetzt weg. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, wie komme ich hier weg? Natürlich, es gibt Boote. Ich kann rüber zu anderen Regionen, aber hier steht Level 15 plus, da könnte ich theoretisch hin. Level 30. Was das hier steht, kein Level. Das hier ist wahrscheinlich der Spawn. Ich muss, glaube ich, zu dieser Level 15 plus Region. Die Frage ist das die? Oder ist es das da hinten? Ich gehe mal davon aus, dass es die da hinten ist. Und da begebe ich mich jetzt einfach mal hin. Ich gehe, oh Gott, ich darf nicht ins Wasser, gut zu wissen. Ich gehe kurz zum Boottypen, hol mir ein Beiboot oder eine Schaluppe. Natürlich hole ich mir eine Schaluppe. Das ist meine. Los geht's! Auf ein Abenteuer! Denn ich bin jetzt unterwegs, um den größten Schatz der Grand Line zu finden. Oder, glaube ich. Das da hinten sieht aus wie Bäume. Und das andere Ding hat ja auch Bäume. Also wird das ja schon richtig sein. Endlich neue Gefilde. Ach ja. Man kann sich auch einfach frei bewegen. Und einfach so random in Gebiete reingehen, die nicht für einen gemacht sind, wie es aussieht. So. Dann setze ich meinen Spawnpoint jetzt hier. Klar, möchte ich meinen Spawnpoint hier haben. Und sehe mich einfach mal auf dieser Insel um. Gut, welches Level haben diese Monkeys? Monkey schwach. Das merke ich mir. Der Typ sollte nicht in meine Nähe kommen, sonst kriegt er Schaden. Weil hier ist jetzt keine Safe Area mehr. Der kann jetzt richtig aufs Maul bekommen. Weil jeder weiß, ich bin der größte Schwertkämpfer, den diese Welt hier gesehen hat. Siehst du, er hat richtig... Oh, er ist halb tot. Ich rette dich mal ganz kurz. Kein Problem, Bro. Ich könnte ihn aber auch töten. Soll ich ihn töten? Es kitzelt mir so ein bisschen, ihn zu töten. Aber hier ist ein Geschäft und hier kann ich Blocksfruit Dealer Cousin. Der nächste Blocksfruit Purchase kostet dich 27.700? Hä? Man kriegt eine zufällige Blocksfruit? Nee. Ich bin doch kein Idiot. Ich mache doch kein Glücksspiel. Pff, mal ran. Der mit seinen Fäusten. Ich glaube, der Typ ist mir einfach die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat gar nicht gelevelt, oder? Wenn ja, peinlich. So, jetzt bin ich schon Level... Oh, ich bin schon Level 20 und Mastery 19. Komm, ich kann ihn ja aus Versehen töten. Aus Versehen, in Anführungsstrichen. Okay, er läuft immer weg. Er ist smart, er kriegt das mit, dass er was abbekommt, wenn ich dabei bin. Na gut, dann töte ich ihn doch nicht aus Versehen. Aber es kitzelt mich so sehr, ihn zu töten. Okay. Okay, wir haben Mastery fast auf Level 20. Hier ist noch eine Kiste, die will ich mitnehmen. Ich habe 265 Cash dadurch bekommen. Ja, Mann. Das ist also nicht der größte Schatz, den die Welt hier gesehen hat. Aber er ist groß genug. Das reicht doch erstmal. So, wie viel? Noch ein, zwei Monkeys müsste ich töten. Okay. Ah, oh, das da hinten ist gar kein Monkey, aber sieht genauso aus. Du willst dich mit mir anlegen? Okay, das merke ich mir. Willst dich mit mir anlegen? Gib mir eine Schelle und ich töte dich. So. Und ich habe Katana jetzt auf 20 und hier unten steht immer noch Luft. Warte, wenn ich jetzt X drücke. Doch, er macht es.
Es ist einfach nur ausgegraut, weil warum auch immer. Aha. Okay, jetzt muss ich mir das aber mal anschauen hier. Also als allererstes mache ich natürlich den hier. Und dann mache ich ruhiger Arm. Und dann mache ich den hier. Bam! Ja, das gefällt mir. Damit könnte ich mich anfreunden. Aber was mir halt nicht an dem Spiel gefällt, es hat ziemlich viel Grind. Das gefällt mir eigentlich schon an Spielen, aber für Videos eignet sich das nicht so gut, weil ich muss halt sehr viel farmen und kann davon sehr wenig in die Videos reinschneiden. Und ich habe nicht unendlich viel Zeit, um Videos zu machen. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal hier zum Adventurer auf die Suche. Affen, Gorillas, König der Gorilla. Ich glaube, ich mache erstmal nur Affen, please. Defeat 6 Monkeys mache ich, ja. So, das ist dann auch die letzte Quest, die ich in dem Video mache, weil, wie ich schon eben angekündigt habe, es ist nicht leicht, von solchen Spielen Videos zu machen, weil ich halt in den Spielen sehr viel farmen muss und daraus dann sehr wenig Video machen kann. Also keine Ahnung, wie lang das Video wird, aber ich nehme jetzt schon eine Stunde lang auf. Komm, den will ich jetzt einmal aus Versehen in Anführungsstrichen töten. Ah, Mist, der Affe ist schon wieder, na gut. Schade. Nur noch 4 Monkeys. Okay, die Attacke heißt Luftslash. Also mache ich jetzt auch mal einen Luftslash. Nee, ich mache keinen Luftslash. Ich mache diesen. Oh, das funktioniert nicht. Nach unten funktioniert nicht. Schade. Weg ist er. Noch 2 Monkeys. Aber ich bin jetzt ziemlich low on health. Also gehe ich einfach mal wieder auf Stats. Und drücke mir von allem ein bisschen rein. Hier steht plus 7. Kostet mich das heißt... Bedeutet das, das heißt, kostet mich 7 oder wie? Oder dass ich plus 7 brauche? Oder, ah nee, weil ich ein Schwert ausgerüstet habe, macht das mehr. Okay, verstehe. Dann hätte ich jetzt nicht alles auf Schwert verballern sollen. Na gut, man lernt nie aus. Dann holen wir uns jetzt noch diesen Affen hier. Bap, 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 bap. Und bap. So, Quest abgeschlossen. Ich habe jetzt wieder 2600. Dieses Farmen dauert halt echt ziemlich lange. Das möchte ich euch nicht so lange antun. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!